Hallo, mein Name ist Sebastian Ostrich. Ich arbeite als Philosoph an der Universität Stuttgart und ich beschäftige mich seit rund 11 Jahren mit Hegel. In diesem kurzen Video möchte ich auf eine Passage aus Hegels Rechtsphilosophie eingehen. Ich halte diese Passage für besonders interessant und auch provokativ, zumindest wenn man den aktuell herrschenden Zeitgeist betrachtet. Die Passage, die ich gleich vorlesen und danach kurz kommentieren möchte, ist die Anmerkung zu Paragraph 322 in Hegels Rechtsphilosophie. Dieser Paragraph steht unter dem Titel Souveränität gegen Außen. Gemeint ist die Souveränität des Staates gegen Außen. Diejenigen, welche von Wünschen einer Gesamtheit, die einen mehr oder weniger selbstständigen Staat ausmacht und ein eigenes Zentrum hat, sprechen, von Wünschen, diesen Mittelpunkt und seine Selbstständigkeit zu verlieren, um mit einem anderen ein Ganzes auszumachen, wissen wenig von der Natur einer Gesamtheit und dem Selbstgefühl, das ein Volk in seiner Unabhängigkeit hat. Die Einsicht, die Hegel in dieser Passage artikuliert, ist, dass der Staat eine Quelle der Identität für den Menschen ist. Der Mensch, oder besser gesagt das Volk, findet sein Selbstgefühl in seinem Staat. Gemeint ist natürlich nicht irgendein Staat, sondern der konkrete, historisch gewachsene, eigene Staat mit seinen besonderen Sitten und Institutionen. In dieser Konkretheit ist der Staat identitätsstiftend für die in ihm lebenden Subjekte. Individuen, die sich derart mit ihrem Staat, mit ihrer Nation identifizieren, werden daher auch nicht bereit sein, die Zugehörigkeit zu diesem Staat einfach aufzugeben. Sie werden also dagegen kämpfen, dass dieser Staat sich auflöst oder in irgendeiner höheren überstaatlichen Einheit sich auflöst. Daher ist es mit Hegel auch gar nicht überraschend, dass die Ungarn oder die Polen sich gegen die EU wehren, insofern diese allzu forsch in die nationale Souveränität der Staaten eingreift. Denn die Polen und Ungarn haben lange und hart für ihre Souveränität kämpfen müssen und die Menschen finden in diesem konkreten Nationalstaat nun ihr Selbstgefühl. Ebenso wenig sollte man sich mit Hegel über den Brexit wundern, der aus ganz ähnlichen Motiven entstanden ist. So gesehen ist auch der Erfolg Donald Trumps nicht verblüffend. Denn Trumps Doktrin America First setzt auf eben jenes Selbstgefühl, von dem in diesem Paragraphen die Rede ist. Was den Nationalismus à la Trump gegenüber dem Globalismus für viele so attraktiv macht, versteht man, wenn man diese Passage aus Hegels Rechtsphilosophie verstanden hat. Das soll natürlich nicht heißen, dass Hegel etwas gegen internationale Zusammenarbeit oder die globale Ausbreitung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Hegel war aber ein Feind des Universellen und Globalen, das auf Kosten des Besonderen und Lokalen geht. Beides muss man zusammendenken. Und für das Politische heißt das, dass wir wieder ein Verständnis dafür gewinnen müssen, wie wichtig es ist, dass ein Volk in seinem Staat, seinem konkreten, historisch gewachsenen, besonderen Staat, sein Selbstgefühl hat.